Hallo liebe Community, ich bin Marc aus dem Community-Team und ich freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Vlog-Folge dabei seid. In der letzten Zeit gab es in der Community, aber auch zum Beispiel im Personio Product Update, öfters Fragen zum Thema Paket upgraden, downgraden, zu den Laufzeiten, aber auch wie man neue Funktionen hinzufügen kann. Um diese Fragen zu klären, habe ich mit Manuela, einer Kollegin aus dem Growth-Team, gesprochen und ihr diese Fragen gestellt, damit ihr in Zukunft wisst, wer der richtige Ansprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin für euch ist. Und da schauen wir jetzt einmal zusammen rein. So, super, dann lass uns mal hinsetzen. Schön, freut mich, Manuela, dass du heute da bist. Magst du dich denn vielleicht zuerst einfach mal vorstellen? Ja, gerne. Ich bin Manuela. Ich bin seit Juli 2021 jetzt bei Personio, dort im Customer Growth Team und war vorher bei einem großen Konzern im Vertriebsinnendienst. Bevor wir jetzt vielleicht auf die bestandskundenspezifischen Punkte eingehen, wäre vielleicht nochmal ganz allgemein die Frage, wie setzt sich denn so ein Personio-Paket zusammen? Also welche Bauteile, Bausteine haben wir da? Was kann man denn sich da zusammenbauen? Grundsätzlich ist es so, dass jedes Paket aus quasi dem Grundgerüst, also unseren Plan zusammensetzt, ob das jetzt eine Enterprise, Essential, Professional, Enterprise ist. Und dann kommen da eben verschiedene Komponenten dazu, unsere sogenannten Add-ons. Und das ist letzten Endes das Wichtige, die wichtigen Bestandteile, um das Paket ganz individuell nach den Kundenwünschen zusammenzusetzen. Und da haben wir eben, wie gesagt, über den Standardplan hinaus eben die verschiedenen Add-ons oder halt auch Features und Optionen, also verschiedene Module, die wir da eben mit reinnehmen können. Es gibt ja unterschiedliche Laufzeiten. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen? Genau, also im Prinzip unterscheiden wir da nur zwischen einer monatlichen Laufzeit oder einer jährlichen. Okay, jetzt haben ja unsere Bestandskunden im Regelfall schon ein Paket gebucht, entweder mit einer monatlichen oder jährlichen Laufzeit, ein festes Paket. Und jetzt steht vielleicht die Situation an, dass das Paket nicht mehr ausreicht. Also nehmen wir mal an, wir haben einen Plan bis 100 Mitarbeiter. Ist das eine Grenze, nur dass ich an der richtigen Stelle bin, ein Paket, okay? Ja, genau. Ja, absolut. Und wenn wir dann eben jetzt über die 100 Mitarbeiter kommen, wie sieht es dann denn aus im Account? Kriegt man da eine Meldung? Wie läuft es denn grundsätzlich ab mit so einem Upgrade? Ja, sobald wir kurz vor dem Erreichen einer Paketgrenze sind oder der Kunde an der Stelle, bekommt er in Personio ein Banner, in dem steht, hey, lieber Kunde, du hast deine maximale Paketgröße bald erreicht. Bitte wende dich an unseren Vertrieb, das sind aber im Prinzip wir, die Growth Manager. Und da können wir tatsächlich ganz ad hoc reagieren. Der Kunde kommt auf uns zu, der schreibt uns eine Mail und sagt, hey, ich komme bald an mein Limit. Wie sieht es aus mit dem nächstgrößeren? Er bekommt von uns ein Angebot und das können wir tatsächlich innerhalb kürzester Zeit umsetzen dann für den Kunden. Genau. Hat man die Möglichkeit, auch selber so ein Upgrade durchzuführen oder muss man sich immer an euch wenden? Bei monatlich zahlenden Kunden ist es bis zu einem bestimmten Rahmen so, dass sie auch ihr Paket selbst in Personio anpassen können. Genau. Bei jährlich zahlenden Kunden ist das da natürlich noch mal ein bisschen mit dem Billing-System hinten verknüpft. Das heißt, da ist es leider nicht so umsetzbar, dass der Kunde das selbst dann im Tool machen kann. Aber da sind wir im Growth-Team halt eben relativ flott. Und wenn der Kunde sagt, Hilfe, Hilfe, was passiert? Mein Paket wird bestimmt gesperrt. Da sagen wir, ganz ruhig, wir kriegen das hin. Okay. Können wir sofort umsetzen. Okay, so heißt aber auch, das Paket wird nicht automatisch geupgradet, sondern man muss es entweder selber machen oder man wendet sich an euch. Genau, richtig. Genau, super. Unabhängig von der Laufzeit, ein Upgrade wird wahrscheinlich jederzeit möglich sein. Wie schnell könnt ihr das einbuchen? Jetzt nehmen wir mal wirklich an, 100 Mitarbeiterinnen sind erreicht und jetzt startet ein neuer Mitarbeiter. Man wendet sich an euch. Wie schnell geht das Ganze? Im Idealfall. Im Idealfall ist es wirklich so, der Kunde schreibt eine Mail, ich sehe die Mail, der Kunde sagt, Hilfe, er bekommt von mir ein Angebot, bestätigt mir das, muss natürlich von jemandem bestätigt werden, der das bestätigen darf. Und sobald ich diese Bestätigung vorliegen habe, also das kann wirklich innerhalb von Minuten sein, je nachdem, wie schnell der Kunde auf meine Mail reagieren kann. Und dann kann ich das umgehend mit ein paar Klicks im Tool eben anpassen. Und dann hat der Kunde schon die nächste Kapazität zur Verfügung. Wer darf sich bezüglich sowas an euch wenden? Also beim Kunden ist es so, dass der Kunde selbst in Personio festlegen muss, wer ist supportberechtigt, wer ist weisungsberechtigt. Und
Personen, die supportberechtigt sind, die dürfen sich mit Fragen eben an uns wenden und nur die Personen, die eben weisungsberechtigt sind, im Sinne der DSGVO, die dürfen eben uns das dann freigeben und dann dürfen wir diese Anfrage quasi annehmen, die Bestätigung und können das dann eben umsetzen. Jetzt mal angenommen, wir brauchen ein Downgrade vom Paket. Wie sieht es denn da aus, vor allen Dingen, wenn wir auf die unterschiedlichen Laufzeitmodelle, also monatlich und jährliche Bezahlweise schauen, mal angenommen, es wäre jetzt notwendig, dass man ein Paket runterstuft oder vielleicht irgendein Add-on gerade nicht mehr braucht für eine gewisse Zeit. Wie sieht denn da die Situation aus? Da ist es so, dass die Kunden sich an unserer allgemeinen Kündigungsfristen dann orientieren müssen. Bei monatlich zahlenden Kunden ist das eben eine monatliche Vorankündigung. Das heißt, sie können das zu dem jeweiligen nächsten Monat eben anpassen. Und bei unseren jährlich zahlenden Kunden ist das mit einer Frist von 3 Monaten bis zum nächsten Vertragsverlängerungsdatum möglich. Okay. Heißt aber natürlich auch, man hat mit der monatlichen Variante ein bisschen mehr Flexibilität, bei der jährlichen aber einen Kostenvorteil, weil man einen entsprechenden Rabatt kriegt. Genau, richtig. Bei der jährlichen Zahlungsvariante bieten wir da eben auch unseren Kunden diesen Sonderdiscount eben an. Aber da muss man halt eben dann auch schauen, wo man den Vorteil mehr für sich eben sieht. Ich meine, bei jährlich zahlenden Kunden hat man da natürlich eben, hat der Kunde auch den Vorteil, das eben auch im Voraus planen zu können, wie das da eben mit den Kosten aussieht. Und vielleicht noch eine umso wichtigere Frage, wenn jetzt halt mal der Fall da ist, ein Upgrade durchzuführen, wie kommt man denn an dich ran? Also hast du eine persönliche E-Mail-Adresse, eine Durchwahl oder wie läuft das ab? Du hast von einem Ticketing-System geredet. Ja. Sag uns auch da mal Bescheid. Genau, unsere Kunden, die haben im Prinzip nicht zu viele Informationen an Kontaktadressen, wo sie sich hinwenden müssen. Wir haben eine einzige Adresse, das ist die support@personio.de-Adresse. Da wenden sich alle unsere Kunden hin und da ich, wie gesagt, da wir mit einem Ticketsystem eben arbeiten, landen die Tickets oder die Mails von den Kunden an einer entsprechenden Adresse, ob das jetzt eine Produktfrage ist und unser Customer Service sich da eben drum kümmert oder Fragen zum Vertrag, zu einer Rechnung, dann landen die automatisch bei uns. Und das hat natürlich da auch den Vorteil, wir weisen auch unsere Kunden immer darauf hin, im besten Fall nicht an unsere privaten Mails zu schreiben, weil wir kennen das in gerade auch aktuellen Zeit. Es kann passieren, dass jeder mal von uns irgendwie mal ausfällt. Und mit diesem System haben wir die Möglichkeit, dass da nichts untergeht. Unsere Kunden werden immer dann auch von unseren Vertretungen, von unseren Kollegen sofort kontaktiert, wenn sie eine Anfrage haben und da bleibt nichts liegen. Okay, perfekt. Damit die E-Mail möglichst schnell bei euch landet, sollen wir irgendwie ein Schlagwort in Betreff reinschreiben oder... Da funktioniert tatsächlich die Verteilung schon sehr, sehr gut. Es kommt auch immer drauf an, aus welchem Tool heraus sich ein Kunde meldet. Ist es wirklich, schreibt er eine Mail, antwortet er auf der Website, auf unserer Homepage mit Interesse für ein bestimmtes Produkt, dann landet das auch automatisch bei uns. Und die Kunden können natürlich auch in der Mail mich selbst persönlich ansprechen, dann wissen die Kollegen auch immer schon direkt Bescheid, okay, das ist ein Kunde, der bei mir eben liegt und dann landen die direkt bei uns. Okay, vielleicht noch ein letzter Punkt. Jetzt haben wir sehr über Downgrades, Upgrades ganz allgemein geredet, aber manchmal ist es ja einem ja gar nicht so klar, was man braucht. Also wenn es um die Add-ons geht, um neue Features, gerade jetzt im Performance-Bereich, tut sich ja viel. Kann man sich da auch an euch wenden und mal eben fragen, du hast von Produktdemos vorher auch gesprochen. Wie sieht es denn da aus, wenn ein Kunde einfach mal eine Frage hat, ob man das vielleicht gebrauchen könnte. Ja, genau dafür sind wir eben da, dass die Kunden eben genau mit solchen Fragen auf uns zukommen und wir ihnen eben erklären können, auch gerade in einem Austausch mit dem Kunden ihm sagen können, hey, ich weiß, wie ihr in eurem Unternehmen eben mit Personio arbeitet und dieses Produkt ist genau dann eben super interessant und wichtig für dich. Und können da dem Kunden auch sagen, was es für einen Mehrwert auch in der täglichen Arbeit des Kunden eben dieses Produkt, dieses Feature oder Add-on eben bringt. Okay, super. Dann war es das tatsächlich schon mit meinen Fragen. Danke, dass du da warst, Manuela. Vielen Dank. Sehr spannende Insights auf jeden Fall. Hat mich gefreut. Danke dir. Dankeschön. Ich hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch mit Manuela einige Insights mitnehmen. Hinterlasst doch gerne mal in den Kommentaren eure Meinung oder schlagt auch andere Themen vor, die wir in den Videoformaten, in den Vlogformaten in nächster Zeit behandeln können. Wir werden euch generell noch ein paar mehr Einblicke auch hinter die Kulissen geben. Da kann ich schon mal ein paar Sachen verraten, wie zum Beispiel das Thema Customer Events oder auch nochmal das Community-Team genauer vorstellen.
Aber sollte euch das Video gefallen haben, dann liked doch einfach mal diesen Post und wie gesagt, gebt uns gerne Feedback. Das war's auf jeden Fall für heute. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.